Hallo ihr Lieben, es ist Heiligabend Mittag, wir haben kurz vor zwei und ich bin schon soweit fertig, meine Haare muss ich noch hier noch so ein bisschen machen. Ich bin so in einem, ja das ist so ein lockerer Pulli und eine Leggings, also bei uns, das habe ich glaube ich schon erwähnt, ist Heiligabend eher so locker schick, sage ich jetzt mal, also jetzt nicht besonders schick. Jürgen möchte, legt da sehr viel Wert drauf, dass wir es bequem haben und so. Und ich mag es halt nicht immer so ganz schlampig, sag ich jetzt mal. Das ist so dann so alltagsmäßig, deswegen so, so ein bisschen, ja, also geschminkt auf jeden Fall, so ein bisschen hergerichtet. Ja, Domi schläft oben bei uns im Bett und Hanna ist so langsam wach geworden, die liegt aber gerade noch im Bett. Ja, Archibald macht Randale, wie ihr hört, an der Tür. Der hat sie jetzt gleich auf. Ja, Entschuldigung. Ihr habt mein Video von gestern gesehen, wo wir den Baum schon so aufgestellt haben, dass Hanna ihr erstes Zähnchen kriegt. Ja, ich habe jetzt heute noch nicht wieder in ihren Mund geguckt, wie es jetzt aussieht, ob vielleicht auch das andere kommt, weil bei Dominik kamen unten beide gleichzeitig, aber auch erst später. Mit 9 Monaten ungefähr war das. Ja, und unsere Nacht war auch wieder nicht so sehr prickelnd. Dominik hat eigentlich die ganze Nacht wieder bei uns geschlafen und Hanna haben wir von 20 nach 1 bis um 3 fast beschäftigt. Erst habe ich sie 20 Minuten rumgeschleppt und dann hat es Jürgen versucht, aber das hat nicht so gut geklappt. Und dann bin ich nochmal runter, habe ihr die Flasche gegeben und habe sie dann eingeschunkelt. Sie ist halt so ein bisschen mehr auf Mama. Und ja, es war dann kurz vor 3, als sie dann ins Bett sind. Um 6:30 war sie dann wieder pünktlich wach. Da ist Jürgen dann aufgestanden. Ich durfte dann mit Dominik noch ein bisschen liegen bleiben. Das war sehr schön. Wir haben dann schön gefrühstückt. Und ja, einen ganz lockeren gemacht. Die Kinder waren dann mittags baden und sind dann ins Bett. Wie gesagt, Hanna ist jetzt so langsam wach geworden. Und Dominik hat so ein bisschen länger gebraucht. Der schläft jetzt aber, er hustet halt sehr stark. Aber es ist trotzdem, also es ist gut, dass er, also es ist, nicht trocken, also es ist schon schleimig, also er hustet auch ein bisschen was ab. Das ist ganz gut. Bei den Kindern laufen die Nasen, das ist auch immer gut, weil dann kommt der Mist raus. Ja, bei mir ist es so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen Hüsterchen, habe aber jetzt nichts Dramatisches. Ja, Jürgen hustet immer noch, ist aber oben, macht Sport, also so schlimm kann es nicht sein. Ja, und unser Baum. Ich gehe jetzt mal den Archie hier aufmachen. Quatscher. Ist immer noch nackig. Wir sind noch am überlegen, ob wir ganz unten was hinmachen wegen Hanna. Müssen wir mal so ein bisschen überlegen. Ich habe zwar auch so ein paar Plastiksachen, aber die sind meistens mit Glitzer und die könnten ja bei Hanna im Mund landen, wäre jetzt auch nicht so prickelnd. Müssen wir mal überlegen. Ja, schauen wir mal. Den schmücken wir dann nachher. Dominik schläft jetzt, Jürgen, wie gesagt, mal Sport. Der geht dann auch duschen und danach wollten wir den Baum schmücken. Wir haben ja schon 2 Uhr, es müsste so langsam passieren, denn wir wollten auch nicht so spät essen, so gegen 5. Und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Jürgen wollte beim Schmücken auch wieder die 360-Grad-Kamera dazu nehmen. Und das, was wir gestern gefilmt haben mit der 360-Grad-Kamera, wollte ich dann auch gerne noch in diesen Vlog mit reinbinden. Deswegen wird der Vlog auch nicht so schnell kommen, also wahrscheinlich erst nach Weihnachten, weil... Ja, die 360-Grad-Videos kann ich auf meinem Laptop leider nicht bearbeiten. Das muss der Jürgen machen. Deswegen, ja, gucken wir mal, ob wir das Weihnachten vielleicht bei meinen Eltern abends mal machen oder so. Schauen. Ja, da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen bei unserem Abendessen so ein bisschen auch und meinen Baum schmücken und vielleicht auch beim Geschenke drunter legen oder irgendwie so. Und beim Auspacken auf jeden Fall auch. Ich weiß nur nicht lichtverhältnismäßig, ob ihr das so gut sehen könnt. Weil wir eigentlich nur den Baum anhaben und es dann ziemlich dunkel ist, weil es ist ja dann schon dunkel. Wir wollen so gegen 6 wahrscheinlich Bescherung machen, schauen wir mal. Ja, wir machen das so ein bisschen spontan, gucken wir mal, wie lange wir essen, wie dumm drauf ist und so. Müssen wir mal da ein bisschen von abhängig machen. Ja, wir essen auch in der Küche, dass Dummi ja nicht hier rein muss, dann brauchen wir das hier nicht abhängen. Wir stellen Umzugskisten vor die Esszimmertür, denn Archibald ist gut. Weil wir haben ja diese Glasfenster da drin und dann kann Domi auch nicht durchlinsen. Genau, der wird dann nachher seinen Biene-Maja-Film gucken. Hatte ich euch ja erzählt, dass er den gucken wird, wenn wir schmücken oben. Und da er jetzt eh schon oben ist, passt das ganz gut. Ich denke mal, es klappt dann.
Müssen allerdings auch noch ein bisschen was essen, denn wir haben heute Mittag noch nichts gegessen, weil die Kinder dann baden waren und so. Also müssen wir das erst noch machen, bevor Domi dann hochgeht und wir den Baum machen. Also es wird alles ein bisschen knapp. Ja, aber ihr werdet sehen, wir werden, wie gesagt, filmen, aber ich werde nicht so viel kommentieren. Das war Jürgens Wunsch, gerade bei der Bescherung, dass ich jetzt da nicht sitze und, ah, und jetzt schaut doch mal was hier und so, das möchte er nicht. Ich werde vielleicht dann im Anschluss am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, vielleicht noch mal so ein bisschen was sagen, wie die Reaktionen waren, wenn man das nicht so gut sehen konnte und so. Ja, da ich das Video erst wahrscheinlich nach Weihnachten hochladen werde, wünsche ich euch trotzdem schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden uns zwar zwischen den Jahren noch mal sehen, aber es gehört so zu Weihnachten dazu. Ich hoffe, ihr habt auch sehr schöne Weihnachten und seid nicht krank. So wie bei uns die halbe Familie. Ja, und wünsche euch noch viel Spaß bei unserem Heiligabend. Ich denke, du willst mithelfen. Und jetzt sitzt du schon wieder da bei der Mama. Du musst dir mal helfen immer, gell? Tschüss. Das hat ein rotes Licht. Wie das Oh. so ein rotes Licht. Rote Farbe. Domi, musst du sicher nicht, dass du aufs Klo musst. Ja. Jetzt zieht die den auch noch. Die schmeißt nicht der Kater um, sondern unsere Hanna schmeißt ihn um. Kitzelt das in den Haaren, wenn man da rumzieht dran? Ja, gell? So, es ist ein bisschen looser hier drin. Wir haben jetzt 20 nach 4 und wir stehen gerade in der Küche und sind das Essen am Machen. Und wir haben den Baum geschmückt. Wir haben gefilmt. Ich weiß nicht, ob der dunkel ist. Und Geschenke haben wir auch schon drunter gepackt. Ja, die lilanen, die sind für Hanna und das andere ist da für Domi. Und das, was hier hinten liegt, ist für den Jürgen. Und da hinten liegt meine Geschenke. Ja, genau. Und wie gesagt, wir sind jetzt beim Essen kochen und dann essen wir gleich und da werden wir euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Dummi ist oben und guckt Pumuckl.
Juli, was hast du denn da? Ein Schokoladenmund. Ein Schokoladenmund. Ja. Und was hast du da auf dem Teller? Ein Schokoladeneis. Ein Schokoladenküchlein mit einem Vanilleeis. Und Mama und Papa haben ein halbes Schokoladenküchlein und eine Creme Brûlée und auch ein bisschen Eis als Nachtisch. Das ist lustig, lalalala. Jetzt lesen wir nochmal das Weihnachtsmäuschen und warten auf das Christkind. Geklingelt? Ich weiß es nicht. Hast du es klingeln hören? Hat das gerade geklingelt? Oh, jetzt hat es aber geklingelt. Da mach mal Tür auf, Dominik. Ui, machst du auch die Tür ganz? Ui, da sind Geschenke. Oh, das leuchtet so schön. Ja, dann zeig. Das ist ja der Hanna zeigen. Hm. Oh, Hanna, ist das für dich? Ja, die ist für die Hanna. Nein. Darfst du es auch schon auspacken? Das ist dein letztes Geschenk, Domi, ja? Dann hast du nichts mehr auszupacken, das ist das letzte. Nee, Domi, das ist nicht mehr. Nee, das ist das letzte für den Domi. Dein letztes Geschenk. Mein letztes. Soll ich dir das Band abmachen? Ich hab das schon. Reiß einfach nach vorne. Ich hab schon wieder gerückt. Die Hanna ist aber schwer neugierig, ja? Die sitzt! Da gehen wir hältst du dich mit. Die Hanna hat sich gerade hingesetzt. Die macht es wieder. Guck mal, Hanna, die Hanna setzt sich hin. Ganz alleine. Und ui, das erste Mal. Boah, das ist mit der ja. Super. Ui. An Heiligabend. So, dann gibt es jetzt die Schäden von dem Mann. So, als finde ich geschenkt. Die Weltauto. Thank you.
So, jetzt bist du endlich fertig, ja? Ja, ich bin fertig. Dann kriegst du doch dein anderes Geschenk. Was könnte es sein? Ich habe keine Ahnung. Jetzt nicht geirrt. Weiß ich nicht, was das sein soll. Ja, warte. Ich weiß nicht, es ist ganz weich. Du weißt auch, wie ich verpacke das. Ich verpacke nie so, dass man errät, was drin ist eigentlich. Ach, der Karton von dem Armbändchen. Das war das, was nicht so toll verpackt war. Hanna, was hast du vor? Hey, Hanna. Ist das für den Engelsrufer? Ja, das sogenannte Engelsrufer. Ja, so einen habe ich ja schon. Wieso hast du einen schon? Ich habe so einen schon. Wieso hast du so einen schon? Ich habe schon Nicole und wann das denn? Noch mal gekriegt, zum Geburtstag mal. Du wolltest immer so einen haben? Größeren, glaube ich. Habe ich gekriegt. Ja, ich glaube, aber einen großen habe ich. Ich wollte erst mit dem Armband gucken, aber die Armbänder waren unwahrscheinlich teuer. Aber wenn er glitzert, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ja, genau. Feste zupacken und reißen. Da muss man zu weiter und. Die hast du dir doch ganz doll gewünscht, die Kasse mit dem Scanner, oder? Der ist weg. Die tollste Ass war der jedes Mal vor so einer Kasse. Vor dieser Kasse. Ja, ich kann mal drauf, dass es schneller geht, als muss jemand die Schlüssel. Ja, lauter Schubladen. Aber was ist denn da noch? Frohe Weihnachten. Oh, tust du das Geld einräumen? Ich hab jetzt Hunger. Oh, so zu schießen. Mach mal hier. Oh, schieß die Falle. Ui. Fast ins Glas, Freundchen. Hallo, ihr Lieben. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag und ich werde heute auch noch mal ein bisschen für euch mitfilmen. Gestern war es nicht so lustig. Wir wussten gestern Morgen noch nicht so genau, ob wir überhaupt Weihnachten wegfahren, denn Dominik bekam plötzlich Fieber. Er hatte zwar zu Hause 39,5, glaube ich, war es höchste. Und dann hat er sich aber noch mal schlafen gelegt und danach war es dann besser. Da war es dann auf 38 irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, dass sie gesagt haben, doch, wir fahren. Dominik muss sich aber viel ruhen und wir hatten es aber dann so, dass er gestern dann doch auch noch über 40 hatte. Wir haben ihm dann doch noch Fiebersaft gegeben und er hat die Nacht richtig gut geschlafen und heute Morgen hatte er wieder Normaltemperatur 37,1 und hat jetzt auch nicht wieder höher gehabt über den Tag, also knapp 38. Unter 38 ist das letzte Mal, als ich gemessen habe, waren 37,8, also vollkommen okay. Er hustet halt und er sagt auch so ein bisschen, dass er ein bisschen Halsweh hat. Also wir beobachten das noch weiter, aber hoffen, dass das jetzt nur gestern irgendwie vielleicht doch auch ein bisschen mit Aufregung war, weil bei Dominik ist es ja immer so, dass er so ein bisschen durch Aufregung schnell mal Temperatur kriegt. Entschuldigung, Schatz. Genau, also ja, aber jetzt heute geht es ihm besser. Man merkt es auch, er ist viel fitter, er lacht wieder und spielt richtig. Er hat gestern tolle Sachen bekommen vom Christkind. Einen Kaufladen mit einer Kasse und einem Scanner, ne Dominik? Und einen Lautsprecher. Und einen Lautsprecher, ja. Und Sachen. Und dann hat er eine Playmobil-Feuerwehr mit Stationen bekommen. Feuerwehr haben wir mitgenommen, alles andere haben wir dort gelassen. Dann hat er eine Toni-Box bekommen, ne? Toni-Box? Na, diese, die Musik spielt, wo man die Figuren draufstellen kann. Tiere. Ja, das hat er noch nicht so ganz verstanden. Wir haben das gestern auch nicht so fokussiert. Ein bisschen Hasenohr. Ja, ein bisschen Hasenohr. Müssen wir ihm dann nochmal genau erklären. Das machen wir dann auch noch in Ruhe. Genau. Oh, jetzt sind wir im Tunnel. Und da war ein Tunnel. Ja, also ihr merkt, Domin geht es heute viel besser. Hanna hustet ganz schön. Die ist ein bisschen sehr müde heute. Also der geht es heute, glaube ich, ein bisschen schlechter. Aber sie lacht halt trotzdem. Also es ist jetzt nicht apathisch oder so. Also nichts stark Bedenkliches. Ist halt erkältet. Ja, wir sind jetzt gleich bei Oma und Opa in Siegen angekommen. Und dann werde ich auch für euch ein bisschen
hoffentlich mitfilmen, wenn Dominik auspackt und euch mein Lieblingsabendessen, wo ich euch schon im zweiten Feiertagsvideo von erzählt habe, das werde ich euch natürlich auch filmen, mein Essen lecker lecker. Ja, und wir sind etwas müde, denn wir haben zwar die Nacht etwas besser geschlafen, Mama und Papa, ne Schatz? Aber die Tage davor waren halt ja ziemlich anstrengend, das hatte ich euch ja auch schon erwähnt. Domi, du brauchst jetzt aber nicht mehr einschlafen, wir sind jetzt gleich bei Oma und Opa. Jeden Moment. Dauert nicht mehr lang. Das wäre jetzt nicht so gut, dann würde er nämlich knatschen. Oh, wir gucken mal da hinten, das ist ein Baukreiner. Ja, wir sind jetzt gleich da. Und dann siehst du den, wenn du hier rauskommst? Da oben ist das Bändchen, sonst müssen wir eine Schere holen. Das kriegst du so nicht ab. Versuch's mal hier von der Seite. Ja.